Hallo Ladies, kann sein, dass ich ein bisschen overblush bin. Nein, es liegt bestimmt nur am Licht. Hallo Ladies und herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary von mir. Es ist heute Sonntag und ich habe mir gerade mein Frühstück gemacht. Und im Hintergrund hört ihr die Waschmaschine, denn selbst am Sonntag habe ich zu tun. Ich zeige euch, was es heute bei mir zum Frühstück gibt. Einen Apfel, den habe ich in Spalten geschnitten mit einem Esslöffel Erdnussbutter, Crunchy Peanut Butter Barney's Best, gesalzen und geröstet. Dann drei Reiswaffeln mit Butter, Erdnussbutter und Marmelade. Und zwar habe ich davon Fruchtgarten, Zwergenwiese, 70% Frucht. So, ich habe mir jetzt eine Kleinigkeit zum Mittagessen gemacht. Ich nehme euch mal mit in die Küche. Und zwar gibt es eine Scheibe Brot mit Butter und Shiitake-Aufstrich. Und zwar der hier vom Bio, gibt es bei DM. Und dazu habe ich mir noch ein bisschen Gurke aufgeschnitten mit Salz, Pfeffer und Balsamico-Essigcreme. Ich koche jetzt Abendessen und ihr dürft jetzt dreimal raten, was es bei mir heute zum Abendessen gibt, wenn ich selber koche. So viel steht da nicht zur Auswahl, also entweder ist es das eine oder das andere. Aber ich koche. Also ich mache keine Pizza in den Ofen, das fällt schon mal weg. Es ist simpel und einfach und schnell. Und zwar gibt es bei mir heute Brokkoli mit Kartoffeln. That's it. Und dazu werde ich dann noch Kräuterquark essen und über den Brokkoli gebe ich mir von Biodo die Balsamico-Essigcreme. Und die hatte ich auch heute Mittag über den Gurken. Und das hier ist der Pfeffer und das ist das Salz. So, mein Abendessen ist fertig. Zu den Kartoffeln gibt es noch Quark, Kräuterquark und natürlich Butter. Zu Kartoffeln gehört einfach Butter. Butter ohne Kartoffeln ist gar nichts. Nein, Kartoffeln ohne Butter geht gar nicht. Ich muss jetzt noch den Daily Vlog schneiden für morgen Abend, also für Montag. Ihr seht das Video hier jetzt erst am Mittwoch, aber der Vlog ist für Montag. Und es dauert noch ein bisschen, bis ich meine Nachspeise essen kann. Deswegen gibt es jetzt eine kleine Vornachspeise. Ein Osterei von Milka. So, der Vlog ist geschnitten und jetzt kommt meine Nachspeise. Und zwar gibt es bei mir einen Landliebe-Sahne-Pudding in der Geschmacksrichtung Schokolade. Und mir ist der hier ein bisschen aufgeplatzt, deswegen steht er in dem Gefäß. Und dann werde ich endlich mal die Kekse probieren. Die hat mir eine liebe Abonnentin geschickt, und zwar die Tanja. Habt ihr in meinem letzten Zuschauerpost-Unboxing-Video gesehen? Das sind vegane Schokoladenplätzchen und die sollen so lecker sein. Das sind hier von Vegans Schokokeks. Und die werde ich jetzt auch mal testen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Live like a lady. Tschüss.